Die Jahre 2015 bis einschließlich 2018 waren die vier wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert. Das teilte die Weltwetterorganisation jetzt mit. 2016 erreichte die Durchschnittstemperatur einen Rekordanstieg um 1,3 Grad. Referenzmaß ist der Wert aus der vorindustriellen Zeit. Auch die 20 bisher wärmsten gemessenen Jahre lagen den Angaben zufolge in den vergangenen 22 Jahren. Not so distant future. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird es einen Tag oder einen Monat oder ein Jahr geben, wenn die Temperatur über 1,5 Grad steigt. Dann wird sie schließlich immer bei 1,5 liegen und von dort aus weiter steigen. Diese Informationen, die den Beteiligten ständig zur Kenntnis gebracht werden, üben also Druck auf die Verhandlungen aus. Viele Anzeichen des Klimawandels haben sich laut den Experten 2018 fortgesetzt. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Ursache des Problems seien vor allem menschengemachte Treibhausgase, hieß es. Als Gegenmaßnahmen empfahl die Organisation unter anderem Schritte wie den Ausbau erneuerbarer Energien.